Dass du noch immer dabei bist. Heute beim 13. Tag. Fuhren wir einfach weiter. Kannst du für an Kindshaltung, wo wir nur aufhängen, für dich umzukommen, setz den Knie hüftbreit, also nähen. Und den Ehren nur viel, weit gedehnt und den Bauch atmen. Du willst, kannst doch Knie nach Asanin machen, also nicht spreizen. Knie, den Stier ablehnen. Und wir atmen die von den Bauch an und aus. Besten dreimal oder viermal. Bis dass du wirklich an den Körper ankommen bist. Gedanken nach Schüsse am Körper sind, bei dem, was du misst. Dann bring den Hand ram auf hier. Dann hat den Schellerin sich Schellerbrett außerdem abgestellt. Machen ein Gehör direkt frei, an dem Stand war. Nur übergucken, anatmen. Atmen, halten, runterig machen und ausatmen. Du kannst gern den Face matteln, wie du willst. Entweder abgestellt lassen. Erde ausatmen. Oder leicht lassen. Ah nein, geh an. Aus. Ah nein, geh an. Und aus. Komm in die neutrale Position und dann hebst du dein rechtes Bein und du kreizest über das längst, guckst dann auf dein Fuß. Aber wenn du willst, gern ein bisschen an eine leichte Schwingung kommen oder vier drin, so dass den Hüftlast geht. Du spielst die rechte Seite an Atem du hinein an. Da kannst du dran zurück. Und wir wechseln auf die andere Seite. Nicht viel drin. Bleiben und atmen. Atmen den Linksseite an. Den Hüftbereich. Und komm ran zurück. Wir machen heute speziell etwas für die Beweglichkeit. Auch. Und dafür kommen auf den Fersen. Ich werde den Boden anatmen und oben. Neige runterig machen, ausatmen. Noch vier kommen anatmen. Runterig aus. Neige noch vier an. Ableifen. Hallo, zeven abstellen. An den Hand an ausatmen. Und hier auch ein bisschen viel drin, sodass du mehr beweglich bist an deinem Rücken, an den Ärmel. Da stell dich ein bisschen mehr weit nach Hand mit dem Face. Und dann komm mal ran, Briette.
Setz den Knien ab, leg den Face reg ab und wir kommen hoch auf die Beine. Probier den Arm so nah wie möglich beim Oberkörper und zu halten. Ob die Stirnplatten ausatmen, abgucken, anatmen. Und mit Rücken nach oben, abzeifen, abstellen, ausatmen. Ich meine, das läuft ein paar Mal an den Knien. Anbrät, anatmen. Knien absetzen, Faust recht dahinter lehnen. Aufkommen, deren fest beim Körper lassen. Ausatmen. Schalleran, immer am noch Hände rollen. Noch oben gucken, anatmen. Dreck dich fest, oben rup. An deren fest beim Körper lassen. Handen zeven abstellen. An, ausatmen. Anbrät, anatmen. Abknien, Faust recht auflehnen. Aufkommen, ausatmen. Anatmen, abgucken. Kleine Kobra. Dreck dich nach oben an den Hand, den Rob guckt. Zeven umstellen. An, ausatmen. Anbrät, anatmen. Knien absetzen. Faust recht dahinter lehnen. Auflehnen. Ausatmen. Immer am und Schelleren denken, die noch Hände bringen, so der Tölerblätter zusammenkommen. Kapieren, anatmen, kleine Kobra. Dreck dich nach oben, entweder an den Hand, die raufguckt, oder direkt rauf an den Hand, die raufguckt. An, aus. Anbrät, anatmen. Abknien, den Faustrecker dahinter lehnen, aufkommen, ausatmen. Dann gehen wir für dich dann die kleine Kobra rauf, anatmen. Selben im Stellen. An den Höfen drücken, an den Hand, die rauf guckt, ausatmen. Nach dem letzten Kehr anatmen, Knien dahinter absetzen, Faustrecker auflehnen, aufkommen, ausatmen. Anatmen, oben gucken. Und wir bleiben im Moment. Und wir kommen in die Hand, die raufguckt. Der Faustrecker bleibt aufgelegt. Knien heben sich vom Boden. Dann drehen wir 7 oben. Und wir kommen an den Hand, die raufguckt. Ausatmen. Wir bleiben. Ganz gerne neigen. Loh, mit dem Face, bis wir weit nach 4 kommen. An ein Kehr dich aushängen lassen, den Händen ausrisseln. Komm mal nach ein Kehr mit den Händen bis mir weit nur 4. Und wir bleiben los mit dem Oberkörper, meinem Bauch, auf den ewigsten Bein leihen. Und wir atmen tief dahinter an und aus. Noch 2 Atemzüge. Kannst du natürlich auch immer gerne mehr lange in der Position bleiben. Wenn du das wieder hältst. Und dann kommen wir im Ruf ab an den Vierfüßlerstand an ab Pferdstellen. Genau spüren. Handgelenke dann noch weh tun, neige kreisen, ausrisseln. Und noch eine kleine kurze Meditation, kommen für nur zu fühlen, nur zu spüren, an der Körper nach ein Kehr zu kommen, Gedanke frei zu gehen, und halt Spannungen. Thank you.
ganz bei dir ankommen. Spürst dich ganz verbunden. Dampfen.